Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Die beiden Vorstellungen gehen in die nächste Runde und was sich darin verbirgt, das erfahren wir jetzt. Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Binder-Vorstellung. Die letzte ist noch gar nicht so lange her, ist aber dermaßen durch die Decke geschossen, so wie eigentlich alle Binder-Vorstellungen bisher. Von den Aufrufzahlen und von der Interaktion her, dass ich mir gedacht habe, wir machen einfach nochmal eine. Das ist übrigens ziemlich interessant zu sehen. So, die meisten meiner Videos haben so 500, 600 Aufrufe. Sobald ich aber einen Binder vorstelle und da eine vierstellige Zahl vorne dran steht, 5, 6, 7, 10.000 Euro Binder, rennen die mir die Bude ein. Ohne Witz habe ich sofort über 1000 Views nach ein, zwei Tagen. Ist eigentlich ziemlich erstaunlich. Ich muss wohl ziemlich viele inaktive Abonnenten haben, die quasi nur in den Startlöchern auf solche Videos warten. Okay, das ist jetzt wieder so ein typischer Binder, der halt vorsortiert wurde. Ist jetzt wieder so ein Restchen-Binder, deshalb auch nur 5000 Euro wert. Das ist halt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ein bisschen modernes Zeug drin, allerdings hauptsächlich Oldschool. Und ja, also es ist ein bisschen Mischmasch, erwartet euch nicht zu viel, es ist nicht so krass wie die letzte Binder-Vorstellung, aber es ist doch ganz nett zu sehen und vielleicht für den einen oder anderen, der gar nicht mal so viel Geld zur Verfügung für Yu-Gi-Oh! Hat, die ein oder andere Inspiration, welche Karten man sich dann für wenig Geld ranholen könnte, denn das werde ich dann an der einen oder anderen Stelle auch mal ansprechen. Okay, starten wir mal nicht mal ganz so billig. Ultima-Zeugchen, vielen Dank übrigens an den lieben Michael, dem habe ich alle 9 Stück zu verdanken, die hat er mir alle gekauft, oder waren es 8? Einen hatte ich damals noch selber gekauft von einem damaligen Händler. Und ja, mittlerweile habe ich tatsächlich auch etwas mehr von denen, vollkommen klar. Aber das sind tatsächlich die, die mir der Michael besorgt hat und die ich von meinem Händler habe eine. Das weiß ich nämlich daher, dass ich diese Karten seit dem damaligen Zeitpunkt in einer gewissen Deckbox hatte und dort auch nie wieder rausgeholt habe. Dementsprechend befinden die sich jetzt hier drin. Hier finden wir übrigens mehr 9er Seiten. Ja? Also es ist nicht so wie bei meinem Ulti-Ordner, dass da wirklich nur mal 3, 4, vielleicht mal 6 Stück oder so waren oder mal ganz selten eine 9er Seite. Also da sind wirklich auch 9er Seiten drin. Allerdings bedeutet das natürlich, dass im First und Unlimited Vorsortierungsbinder ebenfalls eine 9er Seite drin ist. Ultima-Zeugen geht ja mittlerweile, ich glaube, ein bisschen was über 20 oder 30 Euro, wenn mich nicht täusche. Ist also tatsächlich ein bisschen mehr wert als damals, als er rauskam. Damals, wo er neu war, ging er also um die 30 und dann ist er richtig hart gefallen. Ich glaube sogar runter bis in den einstelligen Bereich. Und ich glaube, wegen der Master Rule 5 müsste es gewesen sein, ist er jetzt im Preis wieder gestiegen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das diesmal mit der Beleuchtung besser hinbekommen haben. Ja, das sieht doch schon viel besser aus, ne? Ist zwar immer noch kein Galgenstativ, aber ich habe die Lichter mal anders aufgestellt. So, dann haben wir 2 komplette Sets aus der Jump. Und einen Obelisken, da habe ich das Set noch nicht voll. Ich habe, wie gesagt, die kompletten Sets 9-mal in Ultra Rare aus dem TCG, aus dem OCG gar nicht, weil ich sie noch nicht gebrauchen kann. Gibt es ja auch im TCG. Interessanterweise, Slifer wirklich sehr, sehr teuer auch mittlerweile wieder. Die anderen beiden sind relativ bezahlbar. Unten 2-mal Tragödia. Wer die älteren Videos kennt, ältere Binder-Vorstellungen, der weiß vielleicht, dass ich die mittlerweile auch dutzendfach habe. Kostet, glaube ich, 1 Euro das Stück. Ja, ich will sie mal kurz rausholen. Das ist zum Beispiel eine dieser Karten. Es empfehlen sich übrigens immer Jump-Karten, speziell, um einen Binder günstig aufzuwerten. Die sehen meistens wunderschön aus. Man sieht hier, Tragödia sind noch von altem Print, wenn man so möchte, von alten Schrot und Korn die meisten, zumindest die älteren. Und das dürfte wirklich also einen optisch beeindruckenden Effekt haben. Und für wenig Geld, also 1 Euro habe ich damals für die bezahlt. Geht auch immer noch nicht unbedingt mehr. Dasselbe gilt natürlich auch für den Gandora hier oben, der ist relativ günstig, kommt auch aus der Jump, 3 Stück. Dann haben wir hier Unity, das ist ja eine von 3 Stück, es gibt ja noch Yu-Gi-Oh! Friendship und Judgment of Pharaoh. Die ist tatsächlich relativ bezahlbar, ist auch im Euro-Bereich, aber halt im Einstelligen, also ich glaube, waren es vielleicht 4 oder 5 so in etwa. Ja, ich habe den Ordner eigentlich, wann habe ich denn das durchgerechnet? Vor ungefähr einer halben Stunde bin ich fertig geworden und ja, ich hab's schon, ja, ich weiß, Leute, ich hab's schon wieder vergessen. Der Onkel Julian ist alt, ich weiß. Also, aber Unity ist auf jeden Fall noch die Bezahlware davon. Die anderen beiden, wo wir hier oben haben, die sind schon etwas teurer. Ich habe tatsächlich auch nur jeweils eine 9er-Seite von denen in den anderen Ordnern
voll, wobei es die ja nur in dem First-Ordner gibt, weil das ist eine limitierte Auflage. Das heißt, es gibt kein Unlimitiert bei dieser Karte. Dementsprechend kann ich sie nicht einmal im First und einmal im Unlimited haben. Solche Karten habe ich immer mit im First-Binder. Das heißt, von dem habe ich jetzt insgesamt tatsächlich erst 10 Stück und von denen insgesamt 12. Von denen hier sind es dann 15. So, dann haben wir hier 5x Exodius. Exodius ist eigentlich auch relativ bezahlbar. Ist jetzt nicht ganz sportbillig, aber halt im Verhältnis doch recht billig. Das tun dunkle Magiermädchen. Dann haben wir hier oben die ganzen Anniversary-Pack-Karten. Und hier ist es so, hier drin befinden sich alle OCG-Exemplare, die ich habe. Ja, tatsächlich alle. Und die Restchen meiner TCG-Exemplare. Also vom TCG habe ich tatsächlich nur wenig über gehabt. Ich habe hier, glaube ich, 2 Blue Eyes in Englisch. Hier unten nochmal ein Summoned Skull in Englisch. Ein Red Eyes Bee in Englisch. Die hier sind alle First, wollte ich sagen. Die sind alle aus Japan. Und das ist halt wirklich eine Sache, wo ich sage, wenn ihr diese Karten unbedingt wollt, und lasst euch nicht über den Tisch ziehen, Leute, lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Diese Karten in Japanisch sind scheiße billig. Die sind nicht teuer. Lasst euch, und die werden aber gerne teuer verkauft. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Trade gehabt mit dem Limu Topic Yu-Gi-Oh! Meine Karten sind übrigens immer noch nicht da nach 2 Wochen. Ich mache mir langsam Sorgen. Und wir haben getradet. Er hat ein paar Ultis bekommen und ich dafür japanische von diesen hier. Bei denen ist es tatsächlich so, dass ich japanische und TCG sammle. Warum, weiß ich nicht. Ist es halt einfach so. Stört mich bei denen seltsamerweise nicht, dass es die auch im TCG gibt und ich sie trotzdem in Japanisch habe. Also den Preis, den wir für den Trade hergenommen haben, ja, ich habe gesagt, okay, nimm die Ebay-Preise. Ich habe mich dann nicht beschwert, weil die Karten, die er bekommen hat, waren halt nicht Nearmint, ja, die waren halt kaputt auf gut Deutsch. Aber die waren horrend, ja, ich habe jetzt die Preisliste gerade nicht im Kopf, aber er hat halt den Trade-Preis wesentlich höher angesetzt, als sie eigentlich wert sind. Ja, und das hat er halt gemacht, weil er sich irgendwo orientieren wollte. Er hat mir die Wahl gelassen, entweder zwischen Market oder halt Ebay. Ich habe halt gesagt, Ebay im Prinzip sind eigentlich fast schon beide überteuert. Ja, auch die man auf Market bekommt. Also die bekommt man tatsächlich eigentlich wesentlich günstiger. So, jetzt habe ich mich etwas zu lange auf der Seite aufgehalten. Machen wir mal weiter. Und ja, hier auch, was haben wir hier noch aus dem TCG? Gyakuten Omegami ist noch Englisch. Der Jinzo hier ist noch Englisch. Der Buster Blader. Und ihr seht, alles andere ist Koreanisch oder eben Japanisch. Das sind halt so meine Überbleibsel. Das dunkle Magermädchen ist übrigens eine Ausnahme. Halte ich auch mal rein. Kostenpunkt für ein dunkles Magermädchen, wenn ihr einen fairen Preis erwischt, 3-4 Euro. Gab es niemals im TCG. Diese Karte war tatsächlich Japan-exklusiv. Die gab es weder in Korea noch bei uns im TCG. Die war wirklich nur für Japan. Aus Zensurgründen wurde diese Karte eben nicht in unser Set übernommen, meines Wissens nach. So, auf jeden Fall haben wir dann noch so ein bisschen Wirrwarr. Aus dem Anniversary Pack, wie gesagt, alles relativ günstig. Auch hier die TCG-Exemplare sind eigentlich relativ bezahlbar. Hier noch ein Shiba Warrior Taro, der übrigens den Hund von Katsuki Takahashi darstellt. Im Übrigen hat sich Katsuki Takahashi später dafür entschuldigt, diese Karte designt zu haben. Dann haben wir hier 4 Dark Magicians, einmal hier und 4-mal da. Der in der Mitte ist First, Englisch und natürlich Near Mint, Perfect Mint eigentlich fast schon. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele in First. Ich habe die zu einer Zeit gekauft, dass die 70 Euro das Stück gingen, hauptsächlich deutsche. 10 Stück, 12 Stück vielleicht in First insgesamt. Und ja, das ist halt der letzte, der war halt noch über. Ein paar sind auch schon in Magnethaltern. Also da ist nicht mehr so die volle Power in den Ordnern. Da habe ich schon so ein bisschen aufgeteilt, eben in Magnethalter. Ein paar sind noch im Ordner drin und so weiter. Von den Unlimitierten habe ich natürlich wesentlich mehr. Dann haben wir hier Dark Magicians aus The Legendary Collection. Ist ein Center-Artikel. Hier aus Dark Beginning habe ich 3 Stück. Dann nochmal ein aus Dark Beginning, auch relativ bezahlbar. 2x Dark Magician aus der Jump, in Englisch, mittlerweile auch relativ teuer geworden, mittlerer, zweistelliger Bereich. Meinen ersten habe ich mir damals bei Gwindi gekauft, wer die Seite noch kennt, für einen 10er. War damals sogar überteuert, auf Market ging ja noch weniger, ich kannte allerdings Market damals nicht. Hier noch random blauäugiger weißer Drache aus LCKC, also The Legendary Collection, hier 2 Stück aus LOB, allerdings unlimitiert. Weil ich auch öfter mal gefragt werde, wie viele ich in First habe. Ich habe einige in First, ja, und ich weiß, wie teuer die sind. Ich habe sie halt damals gekauft, da gingen sie noch so 300 Euro das Stück. Immer peu à peu, mal in einem Monat eine oder so, und haben sich natürlich auch ein paar zusammengeleppert. Die Unlimitierten habe ich niemals bewusst dran gekauft, die waren immer in Sammlungen dabei. Daher habe ich tatsächlich weniger Unlimitierte
als First Editions. Ich dachte eigentlich zuerst, es sei umgekehrt gewesen, aber ich habe letztens mal so eine Bestandsaufnahme gemacht, weil die tatsächlich relativ gut sortiert sind und da musste ich dann feststellen, dass ich tatsächlich mehr in First habe als in Unlimitierte. Dann haben wir hier unten drei Stück aus BNZ. Ja, die sind auch ein bisschen was wert. Da kriege ich übrigens demnächst einige rein. OVP sogar noch, also in ihrer Hülle. Der ist auch noch BNZ, der ist aus der Jump, der ist auch BNZ. Die sind aus dem Duelist Pack Battle City. Die hier sind jetzt unterschiedlich aus ihrem Structure Deck. Nochmal aus der Legendary Collection. Was haben wir noch? Legendary Collection Kyber. Legendary Collection Kyber. Okay, da habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht mit dem Stein, oder? Ja, doch. Ist aber im Prinzip trotzdem dasselbe Artwork. Ja, dann haben wir hier die übrigen, in Anführungszeichen, von den Red Eyes. Ich habe in meinen First und Unlimited Bindern, habe ich wirklich, also Hunderte. Es sind Hunderte von denen, weil die waren eine lange Zeit nur 2 Cent wert. Und aus dem Starterdeck zumindest. Und die hast du in jeder Sammlung bekommen, viele natürlich kaputt, aber es waren halt auch wirklich noch viele in einem guten Zustand dabei und da hat sich das im Laufe der Zeit zusammengelebt. Hatte ich auch mal einen großen Schwung verkauft damals für 10 Euro oder so, das war locker so ein Stapel. Mittlerweile gehen die ja hoch, erstaunlicherweise, ich habe eigentlich niemals damit gerechnet, dass die hochgehen oder zumindest nicht so schnell. Ich hätte gesagt, das dauert noch 10 Jahre, aber okay. Jetzt gehen sie gerade hoch, also speziell von den Starter-Decks habe ich Hunderte, das ist wirklich keine Übertreibung. Von dem hier, der ist aus dem Retro-Pack, habe ich tatsächlich etwas weniger. 10 Stück, um genau zu sein. Das heißt, ich habe 9 Stück von dem im Unlimited Binder, weil Retropack ist ja ein Reprint-Set gewesen. Der hier ist aus LOB, Unlimited. LOB habe ich tatsächlich bloß ein Playset in First. Die anderen sind alle Unlimited. Das heißt, die drei müssten eigentlich theoretisch hier sein, sind sie aber nicht, weil ich die mittlerweile schon in den Magnethaltern habe. Dann haben wir noch 2-mal den Rider Speed Dragon aus der Legendary Collection. Hier unten haben wir noch 3 Stück aus dem Banzai. Da kriege ich 22 Stück OVP demnächst. Vom lieben Erik. Mega cool. Ich freue mich schon auf die Folge Neuzugänge. Dann haben wir hier unendlich viele Rückstoßdrachen in First und ich glaube nur 1 oder 2 unlimitiert. Ja, die beiden sind unlimited. Die anderen hier und da drüben sind alle First. Ja, ist eine relativ günstige Karte, hier auch mal vielleicht ein bisschen was aus der Nähe zu sehen. Mein Tipp für jeden Oldschool-begeisterten Yu-Gi-Oh!-Fan, der wenig Geld zur Verfügung hat und sich dennoch gerne mal was Schickes für den Binder kaufen möchte, schaut euch speziell, was AST-Karten geht, um. Ihr kriegt dort schöne Erstauflagen für wirklich einen Spottpreis, weil dieses Set nie wirklich beliebt war. Und glaubt mir Leute, auch die Preise werden steigen, zwar nicht ins Unermessliche, aber im Laufe der Zeit werden die Karten schon wertvoller. Gibt dem Ganzen noch 10 Jahre, dann bezahlt ihr auch für einen Rückstoßdrachen in First 15 Euro. Dann aus demselben Set haben wir hier Erzlord Cerato, auch eigentlich fast alle First, außer der hier oben, der ist Unlimited. Die Unlimitierten sind eigentlich in dem Fall schon fast besonderer als die First, weil es gab ja eigentlich nie Special Editions von diesen Sets. Ich glaube auch die Auflage von Reprint Displays, falls es denn welche gab, war relativ gering. Ich habe mein ganzes Leben lang noch kein einziges gesehen. Und meines Wissens nach waren die vielleicht irgendwie in irgendwelchen Legendary Collections als Booster beigelegt oder so. Da kamen die, glaube ich, her, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die Firsts sind eigentlich fast schon die Massenware in dem Fall. Dasselbe gilt übrigens auch für SOD. So, da haben wir dann nochmal 3 Stück, da war sogar nochmal ein unlimitierter. Ja, Drachenfeuerfluch haben wir hier auch 8 Stück, so meine letzten sozusagen. Habe ich auch erst letztens wieder einen gespendet bekommen. Der ist auch hier drin im Übrigen. Dann haben wir hier 6-mal Dragon's Master Knight aus 2 unterschiedlichen Sets. Einmal aus UE, das ist eine Promo gewesen, kriege ich jetzt auch nochmal 7 Stück in OVP. Und 3 Stück aus dem Duelist Pack Kyber. Die habe ich allerdings, glaube ich, ein bisschen wirr angeordnet. Der ist aus dem Kyber, der ist aus Kyber, der ist aus Kyber und die 3 sind aus UE. Dann hier der Light and Darkness Dragon. Auch eine Karte, die nichts geht. Sie geht einfach nichts. Also 0 Niete Nada. Und es ist einfach unglaublich schön, ja. Diese Karte ist auch so eine Sache, da kann man einfach seinen Ordner so krass aufhübschen für wenig Geld. Man muss sich halt einfach mal ein bisschen umgucken, man muss halt einfach mal so ein bisschen Infos sammeln. Nicht nur Karten aus modernen Sets sind billig, nicht nur hässliche Karten, es gibt ja eigentlich kaum welche, aber so wirklich hässliche Karten sind billig. Nicht nur Super Rares aus Only Holo Sets sind billig, es gibt tatsächlich auch schöne alte Karten, die absolut bezahlbar sind. Da haben wir nochmal so ein paar Light and Darkness Dragons. Dann haben wir hier die Thunjungfrau. 6 Stück sind auch über. Habe ich auch Unlimited eine komplette Seite voll. First eine komplette Seite voll. Also quasi von beiden 12 Stück. Ja, die gibt es natürlich aus Spell und Magic Ruler. Magic Ruler sind die etwas selteneren, weil da gab es ja damals diesen Name Change.
wegen Magic, The Gathering, da gab es halt so eine Differenz und dann mussten die halt den Namen von Spell of von Magic auf Spell Ruler ändern. Magic Rulers gibt es in First nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Die deutschen Firsts sind alle auf Spell Ruler. Lasst euch da nichts anderes erzählen, das ist tatsächlich so. Ich hatte da mal eine recht witzige Diskussion in der Richtung, die dann in Wüstenbeleidigungen seinerseits ausgeartet ist. Die drei sind natürlich First, die sind Unlimited. Unlimited, genau wie First, sind übrigens beide relativ wertvoll. Dann haben wir hier Zeitzauberer aus Metal Raiders. Unteres Playset ist unlimitiert, oberes Playset ist First. Ich glaube, für einen Zeitzauberer und First zahlt man mittlerweile 70 Euro, ist also doch relativ teuer. Die Unlimitierten gehen auch ein bisschen was, aber sind halt nicht mal im Ansatz so teuer wie die First. Ist ja vollkommen klar. So, dann haben wir hier den Höllenpoet, also Hellpilmer, aus Varonic Guardian. Der ist First, die anderen sind Unlimited. Also Unlimitierte habe ich relativ oft. Da habe ich zwei komplette Neunerseiten im Unfirst-Ordner voll. Was die First angeht, habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Magnethaltern, einer hier drin und eine Neunerseite voll im Firstbinder. So, dann haben wir hier die legendären Fischer. Viermal, fünfmal, alle aus PSV, wenn ich das richtig sehe, alle unlimitiert, zweimal den Torwächter aus dem Retro-Pack, auch eine coole Karte. Letzter Krieger eines anderen Planeten, haben wir hier einmal First, fünfmal Unlimited und ja, auch relativ teuer jetzt, wahrscheinlich auch wegen der Master Rule 5, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sehr im Preis gestiegen. Ist natürlich eine wunderschöne Karte, ja. So richtig schön altes Retro-Feeling, düster. Hat Patina abgegriffen, wirkt das Ganze so, also nicht die Karte, sondern so das Artwork wirkt halt einfach so alt und boah, einfach geil. Das war aber wirklich so eine Holo aus Labyrinth of Nightmare, die wollte keiner haben. Das ist so eine Holo, für die hat sich nie jemand interessiert. Weder als Labyrinth of Nightmares rauskam, noch in der Folgezeit. Erst als sie jetzt mit Master Rule 5 offensichtlich irgendwie, warum auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, relevant geworden ist, interessieren sich auf einmal die Leute für die Karte. Dann haben wir Big Shield Gardener, alle aus Dark Revelation war das, glaube ich. Hier Strike Ninja, haben wir hier unten tatsächlich einen First. Selbst den First, niedriger einstelliger Euro-Bereich aus Invasion of Chaos, kann sich jeder leisten. Eine schöne Ergänzung für jede Sammlung. Vor allen Dingen, wenn man sich so langsam eine First-Sammlung aufbauen möchte, würde ich einfach mal von Set zu Set alles durchgehen und wirklich so die günstigen raussuchen. Also das sind diese ganzen Ancient Sanctuary Holos natürlich gut, im Allgemeinen die ganzen Super Rares aus den Hauptsets. Es gibt natürlich auch teure, aber die halten sich in Grenzen und viele Ultra Rares sind auch wirklich billig. Und es gibt tatsächlich auch First Secrets, die bezahlbar sind. Zweimal Elemental Captain Gold, einmal First, einmal Unlimited, geht glaube ich auch nur einen Euro oder so. Dann haben wir hier Dark Paladin, die sind jetzt alle aus MFC. Um die Frage, um der Frage vorwegzugreifen, ja, ich habe tatsächlich auch in First die Karte, ne? Allerdings ist das eine Karte, die werdet ihr hier niemals sehen auf meinem Kanal. Das ist eine der Karten, die halt gewissermaßen eine Vorstellung der Ausstellung, mein Gott, mein Deutsch, vorbehalten sind. Ich habe tatsächlich einige von denen First. Das habe ich mich auch richtig was kosten lassen. Ich habe mir die ganz bewusst rangekauft. Wie viele werde ich an der Stelle nicht verraten. Aber vielleicht lasse ich mich irgendwann mal breitschlagen zu irgendeinem krassen Abonnenten-Special. Ich sage euch, wenn wir die 10.000 Abos erreichen, wenn wir die 10.000 Abos jemals erreichen sollten, ja, dann lasse ich hier mal auf YouTube richtig die Hosen runter. Dann zeige ich euch mal den richtig kranken Shit, den ich hier habe. Ich meine, was ich euch hier auf dem Kanal zeige, ist ja eigentlich eher Sparmodus. So, dann haben wir hier unten dreimal den Dark Paladin aus dem Duelist Pack Yugi, einer ist First, also nee, nicht mal First, aber halt der ältere Reprint und zwei sind halt aus dem ganz modernen Reprint. Ja, dann haben wir hier ein paar Cyber Enddrachen, die sind alle ultra rare, sind tatsächlich bis auf einer alle First. Dann haben wir hier zweimal Axt der Verzweiflung, hier oben noch dreimal, die sind alle vier First hier. Hier ist eine unlimitiert, später kommt nochmal eine Axt der Verzweiflung in First, die hatte ich bloß vergessen gehabt. Dann haben wir hier unten Manticore of Darkness, auch die Karte absolut bezahlbar. Oder auch hier Necro Valley aus der Legendary Collection. Tatsächlich in einem relativ guten Zustand auch. Die Legendary Collection Karten waren ja vom Print her nie wirklich besonders pralle, sag ich mal. Deswegen ist es relativ schwierig, welche herzubekommen, die zumindest nicht Silvering haben. Also auch die, wo noch in einem bisschen besseren Zustand sind, haben meistens an den Rändern so ganz minimales Silvering. Aber die wirklich in Perfect Mint zu kriegen, wie frisch gezogen, ist halt wirklich schwierig. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe sozusagen. So, dann haben wir hier dreimal den Buster Klingenkämpfer. Einmal First, auch schweineteuer, zweimal unlimitiert. Bisershock haben wir hier zweimal aus Dark Revelation. Den Rest aus Varonic Guardian. Ich glaube, die zwei da unten sind sogar deutsch. Nicht deutsch, sondern First. Wenn ich das richtig sehe. Varonic Guardian gab es nie auf Deutsch. Ja.
Karten aus Faro Guardian sind immer Englisch. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben gesagt, ja, ich suche das komplette Faro Guardian Set Deutsch und First. Und ich muss sie mir dann immer so richtig schön an die Stirn langen. So, dann haben wir hier oben einen mystischen Schwertkämpfer. Level. Lass mich nicht lügen, Level 4, glaube ich. Das ist der letzte. Das ist der letzte, den ich besitze oder der auch in irgendwelchen Ordnern ist, denn alle anderen sind mittlerweile in den Magnethaltern. Das heißt, er wird so in diesem Jahr auf jeden Fall noch in die Magnethalter wandern. So, dann haben wir hier die reißenden Tribute. Der hier unten ist First. Die anderen sind alle unlimitiert. Alle aus LON. Ja, die anderen Firsts habe ich alle schon in Magnethaltern. Unlimitiert habe ich tatsächlich noch gar nicht in den Magnethaltern. Noch gar nicht. Also, und die habe ich auch immer relativ oft in Sammlungen hinterhergeschmissen bekommen, unlimitiert. Also ihr habt es jetzt auch gesehen, in der Crab-Sammlung, die jetzt letztens aufgemacht wurde, war auch einer dabei in Niemand. Der ist jetzt gar nicht mal hier drinnen. Der ist zwar schon in der schwarzen Sleeve, aber noch in keinem Ordner, sondern in der Tinbox. Und ja, die Firsts sind ein bisschen seltener ranzukriegen, habe ich aber auch schon ein paar Mal bekommen. Und ja, also, das ist ganz nett. Dann haben wir hier Last Turn aus LOD, genau. Aus Ancient Sanctuary wieder den Geisterritter oder den Geisterschakalritter, oder wie er heißt. Natürlich wieder First, bis auf der da oben. So, dann haben wir hier richtig cool. Da habe ich schon mittlerweile wieder Mega Plus gemacht. Das sind die Goblin-Angriffstruppen aus PSV. Wir haben dabei 5 Stück in First und 4 in Unlimitiert. Und damals waren die Firsts, genau wie die Unlimitiert, waren beide so ein Euro in etwa wert. Also die Firsts wollte eine ganze Weile lang kein Schwein haben, waren spottenbillig. Ich glaube, jetzt geht einer 15 Euro in First. Ich würde mal sagen, da habe ich gut Plus gemacht. Bei den Unlimitierten weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, was ich da ergoogelt habe. Oder ercardmarket habe. Sonst heißt es, ich hätte auf eBay nachgesehen. Aber ansonsten, oder sind die wirklich alle aus PSV gewesen? Ja, sind sie ja bloß gewundert. Übrigens, ich habe hier ein Misprint. Seht ihr das? Hier oben das Attribut ist ein Stufenstern. Das war ein Misprint, den es bei der Karte relativ häufig gab und ist mittlerweile zwar kein ultra seltener Misprint, aber ein ultra gesuchter Misprint. Genau, dann haben wir die Guardian Sphinxen, habe ich mittlerweile 7 Stück. Die beiden da oben sind First, der Rest Unlimited. Hier ist nochmal Hinokago Tsuchi. Ja, das sind auch sozusagen die letzten Überbleibsel sozusagen. Der Rest ist halt tatsächlich entweder schon in Magnethalter gewandert oder eben in den jeweiligen Ordnern. Oben nochmal ein einsamer Don Saluk in First. Hier die ganzen unlimitierten 1000-äugigen Opfer. Das sind alle deutsch, alle Niemand, alle aus dem Originalset, aber halt unlimited. Tatsächlich habe ich von den Firsts nur 9, deswegen sehen wir hier gerade keine. Dann haben wir hier Spiegelkräfte. Die zwei vergessen wir mal ganz schnell, das sind Legendary Collection Kyber-Karten. Die anderen 4 sind allerdings aus dem Originalset, die da oben First. Dasselbe gilt für die Dark Mirror Force hier. Haben wir 3 Playsets. Ein Playset, nämlich das hier ist First, die anderen 6 sind unlimitiert. Und ein Magic Jammer, eine Karte, die noch nie besonders viel wert war, die ist First. Also die ist weder First noch Unlimited, ist die besonders teuer. Das sind auch alle Unlimited. Dann haben wir den, wie hieß er denn nochmal, Sky Archfiend oder Skull Archfiend of Lightnings, irgendwie so. Ich kann es gerade nicht lesen. Dann haben wir unten plündernde Hauptmänner, 2 Stück in First aus Faro Guardian, eine Unlimited. Oben herbeigerufener Tonschädel, da ist der hier First. Dann haben wir den dritten dieser Schakalrunde sozusagen. Allerdings aus Faro Guardian, da ist der hier auch First. Dann Devil Mazera, hier aus Dark Revolution. Der geht tatsächlich, ich glaube, 1 Euro oder so. Die anderen aus TLM, das sind wirklich Cent-Artikel, also die gehen ja überhaupt nichts. Alternativ empfehle ich auch die Secret Rare aus Ancient Sanctuary, ist auch absolut bezahlbar. Dann haben wir hier die Kugeln vom Ra, also Ra im Kugelmodus. Die sind übrigens alle aus dem Duelist Pack damals, wo sie ursprünglich erschienen. Ging, glaube ich, 3,50 das Stück noch oder so. Die war mal schweineteuer, aber die Reprints haben es natürlich wieder kaputt gemacht. Dann haben wir die amazonische Schwertkämpferin, 2 First, eine unlimitiert. Kristallsee aus Tactical Evolution war in Ultimate Rare damals schweineteuer, ich glaube sogar 3-stellig kurze Zeit, als es rauskam natürlich. Dann haben wir hier Kaisergleiter, 2 Stück First hier aus Dark Crisis. Ich glaube, die ist unlimited aus Dark Crisis und die sind aus Dark Revelation. Dann haben wir natürlich den Spell Chancellor. Oder Chancellor, falls man das so ausspricht. Mein Englisch ist halt nicht das Beste. Haben wir hier 5-mal. Einmal hier, 4-mal da. Der obere ist First, die unteren wieder unlimitiert. 2-mal Fushio Richie. Eine First, eine unlimitiert. Dann unten Dark Necrofear. Also ihr seht, das ist halt wirklich so ein bisschen ein Zusammenwurf des Bodensatzes, wenn man so möchte. Also wieder mehr so die Restware. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Deswegen sind wir hier halt bei 5.000 Euro. Ich glaube, es gibt hier drin keine Karte, die mehr als 70 Euro wert ist, meines Wissens nach.
der Rest sind halt irgendwelche 20-30 Euro Karten und so läppert sich das halt natürlich zusammen. Dann haben wir hier unten den Mega Wandler, hier zweimal First Edition, auch nicht besonders teuer, einmal Unlimited. Dann nochmal einer stärker Wachposten, auch noch ein paar. Zwei First, die drei wieder unlimitiert. Kosten verringern und das gleiche in grün, sozusagen. Dann haben wir unten den Chimera Tech Überdrachen. Das ist so eine Karte, nehme ich hier auch gerne mal raus. Wir haben hier so eine schöne First. Das ist auch einer dieser Karten, die wirklich vom Preis her also witzlos sind. Kommt aus Power of the Duelist und First Edition Ultra Rare Deutsch. Also der ist jetzt Englisch, aber Deutsch, also witzlos. Da bezahlt ihr ganz, ganz wenig und es gibt so viele Cyberdrachen-Fans, gönnt euch den doch. Ja, die Ulti ist natürlich ein bisschen teurer, aber Ultra Rare sieht genauso schön aus und es kostet nichts. Es kostet nichts. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Dann Change of the Spirit. Tatsächlich von der ersten Sneak Peek damals. Meines Wissens nach, oder? Müsste sogar dran stehen. Kommt aus, ja. Ihr seht hier SP1, Sneak Peek 1. Das waren damals die Kürzel. Sehr cool. Diese Karten sind wirklich sehr selten. Gibt es nicht mehr oft. Aber ist tatsächlich sogar relativ bezahlbar. Dann ein bisschen was Moderneres. Hier Saphira, haben wir auch im Ultimate Rare Ordner schon gesehen. Hier ein paar Masken der Beschränkung. Ich glaube, die beiden müssten First sein. Der Rest wieder Unlimited. War auch mal schweineteuer, als sie spielbar war. Die ist ja auch wieder im Preis gefallen. Dann nochmal eine. Dann natürlich hier wieder aus AST. Einen Sendboten. So, jetzt wird es hier ein bisschen moderner und das hier ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, wenn man sich hier mal die Reprints anschaut. Hier Aschenblüte nur noch 4 Euro wert, das Dupo. Nach dem 10.000. Reprint ist das natürlich klar. Oder die hier, die meiner Meinung nach schönste der Handtraps. Tot geprintet, einfach tot geprintet. Lass es mal ganz kurz rekapitulieren, wo habe ich sie denn noch überall im Kopf? Also Original Print Shining Victories. Dann natürlich aus dem Megapack nochmal in Secret Rare. Dann kam sie in der Legendary Collection Kyber. Dann kam sie in Dupo. Dann kam sie nochmal in Dude. Also es ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach too much. Ja, das nimmt so ein bisschen das Besondere. Ich hätte sie einfach in ihrem Originalset gelassen, nochmal in Secret geprintet und fertig. Vielleicht nochmal im OTS Pack als Ulti, aber das wäre es gewesen. Dann hätten wir für die Sammler der Zukunft wirklich sehr, sehr besondere Karten gehabt. Also ich schätze mal, die einzigen besonderen Varianten dieser Karten, die es in Zukunft vielleicht noch geben wird, sind Dudes. Also die aus Duelist Devastator, möglicherweise, je nachdem. Oder halt die aus dem Originalset. Natürlich mit Ghost Ogre das gleiche, die geht aber glaube ich noch 1 Euro. Die anderen alle im Cent-Bereich. Schwarzes Horn des Himmels 4-mal. Jetzt wird es wieder ein bisschen Oldschool-mäßiger. Da haben wir hier 9-mal Ring of Destruction. Haben wir auch in der Crab-Sammlung wieder einen Nearmint gekriegt. Ihr wisst schon, diese 50 Euro Altpapiersammlung, wo wirklich alles zerstört war, kam jetzt vor kurzem. Na ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt eine schöne Karte. Wenn ihr auf Ring der Zerstörung steht, ist wirklich eine coole Sache. Ist tatsächlich auch was, wo ich sage, die Zensur sieht besser aus als das Original. Beim Original hängen da, wo das Feuer rauskommt, ja Handgranaten dran. Sieht so aber geiler aus, meiner Meinung nach. Aber kostet gar nichts. Kostet einfach nichts. Es ist wirklich, das zahlt man aus der Portokasse, selbst wenn man nur Taschengeld bekommt. Auch Horn des Himmels wirklich stark gesunken. Wir haben hier 2 Stück in First, die anderen unlimitiert, absolut bezahlbar. Die Schicksalstafel haben jetzt hier einen in First. Hier 3 Stück in unlimitiert. Und das hier, Leute, ist ein absoluter Augenschmaus. Diese Karte ist aber relativ modern, dürfte ja jede von euch kennen, aus Rising Rampage. Der Geisterbildhauer und diese Karte, die passt einfach optisch so richtig schön in dieses ganze Oldschool-Thema. Das ist einfach der absolute Wahnsinn ist das. Schaut euch das mal an. Die Karte, man erkennt nicht wirklich, dass das eine neue Karte ist. So, man erkennt es natürlich vom Print her, dass hier das Bild ist größer und die Attribute und die Stufen schillern und das ist irgendwie so ein bisschen glatter vom ganzen Print her, einfach von der Oberfläche. Es sieht nicht mehr so rustikal aus wie das hier unten, aber so allein vom Artwork her hätte das genauso gut eine Karte aus Ancient Sanctuary oder Fallen Guardian werden können. Einfach mega, mega cool. Da hat Konami einen absoluten Volltreffer gelandet. Das ist einer meiner totalen Lieblingskarten aus eben Rising Rampage. Und das sind tatsächlich alle, die ich aktuell habe. Also diese 7 Stück. Mehr habe ich nicht. Das heißt, da fehlt noch einiges. Dann haben wir den schweigsamen Level 6, glaube ich, beide unlimitiert. Pistolendrachen habe ich auch unendlich oft. Hier sind, glaube ich, jetzt bloß 2 Playsets drin, oder? Ja, 2 Playsets davon sind 4 Stück First.
sauteuren First, auch die unlimitierte geht ein bisschen, ja, ein bisschen was, aber sie ist nicht teuer. Aber die First ist schon ein bisschen teurer. Mittlerer zweistelliger Bereich. Ich habe, also insgesamt habe ich, glaube ich, 9 unlimitierte und 8 oder 7 First mittlerweile. Habe ich vor einer Weile günstig hinterhergeschmissen bekommen. Also wirklich vor 1-2 Jahren, da gingen die in First noch 5-6 Euro, mehr war da nicht. Da habe ich mir die natürlich dann auch ganz gezielt rangekauft. So, dann haben wir hier auch erstaunlich teuer, hätte ich gar nicht gedacht. Schweigsamer Magier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viel sie gekostet hat, aber sie war auf jeden Fall zweistellig. Unten haben wir hier die dunklen Gelehrten, alle aus Dark Beginning 1. Ein Playset, hier oben nochmal Great Desert. Zweimal First, einmal unlimitiert. Hier die Schwertmeister in Ultra Rare. Natürlich auch alle total bezahlbar. Hier oben First und unlimitiert. Also die sind bei Gott nichts Teures. Dann haben wir noch 2 Insektenprinzessinnen. Insektenkönigin, was laber ich, die kommen erst noch, die Prinzessinnen. Aus Dark Revelation oder Dark Beginning. Schweigsamer Paladin aus. Ich muss mal kurz rausholen. Aus dem Duelist Pack Revivals of the Pharaoh. Ist tatsächlich eine unglaublich schöne Karte vom Design her, sieht mega aus, ist auch absolut bezahlbar, kostet einfach fast gar nichts. Ist eigentlich Oldschool oder zumindest ist eigentlich eine komplett neue Karte, aber sie gehört halt einfach so zu dieser Oldschool-Zeit, weil sich eben dieses Pack darum gedreht hat. Ja, dann hier oben 2 Kettenzerstörungen, habe ich tonnenweise, auch in First, auch nicht besonders teuer. Faszinierender Kreis, die da oben ist First, die anderen sind hier unlimitiert. Ja, auch absolut bezahlbar, auch eine Zensur, wo ich sage, dass das Zensierte wesentlich besser aussieht als das Original. Das Original ist eigentlich eher so eine Art schlichtes Pentagramm. Da finde ich das hier schon wesentlich fantasievoller. Sieht sehr, sehr nice aus. Gefällt mir wirklich gut. Würde mir mehr solche Feinkarten auch wieder in Zukunft wünschen. Speziell auch das Grün hier gefällt mir super. Ist ein schöner Kontrast zum lila Layout der Karte. Mega cool an der Stelle. Ja, dann haben wir hier 4x Exhort Meister der Wache. So eine Karte, die man halt tatsächlich kaum noch in Niemand herbekommt. Geht aber 1 Euro das Stück. Inkarnation der legendären Exodia, auch eine ganz schöne Karte, passt halt optisch so dazu, obwohl sie gar nicht zusammengehören. Ich dachte mal, das hier ist so eine Art Exodia, weil sie einfach danach aussieht, ist es aber nicht. Der gehört halt tatsächlich zu den Sphinxen, gab es glaube ich auch eine Preiskarte von dem. Aufrichtig ist auch so eine Karte, die ich euch empfehle. Und zwar nicht aus irgendeinem Set, wir kennen sie in Ghosts und in Secret Rare aus Light of Destruction glaube ich. Aber das hier ist die günstige Alternative in Ultra Rare aus TWED. War eine Promokarte, geht absolut nichts. Null, Niete, nada. Und ist auch schöner als die Gold Rare, schöner als die Platinum Rare. Also das ist wirklich super. Also echt klasse. Dann haben wir unten Finster Ritter Parzath. Auch die Karte ist kaum was wert. Hier 2 First, hier 3 unlimitiert. Dann geht's weiter mit Reflector Bound oder Reflect Bounder oder irgendwie so heißt die. Dann hier 2 Stück in First, 2 unlimitiert. Auch hier Brecher Magischer Krieger ist ein bisschen teurer geworden aus, ich glaube der ist aus Magician's Force, der ist aus Dark Revelation. Unten der perfekte Maschinenkönig. Maschinenkönig kennen ja alle, dass es den perfekten Maschinenkönig gab. Ich habe mittlerweile tatsächlich welche getroffen, die das gar nicht wussten. 2x First, 1x unlimitiert gibt es auch in Ultimate Rare aus Rise of Destiny. Dann hier 9x Card of Demise. Ich habe wesentlich mehr, ich glaube 20 Stück von denen oder so. Also die sind jetzt alle aus dem Millennium Pack wohlgemerkt, das ist hier kein Legendary Collection Kyber oder Dupo Reprint Mist, sondern das sind die Originalen. War mal schweineteuer, mittlerweile gar nicht mehr so teuer, eigentlich relativ bezahlbar. Hier oben nochmal ganz verloren ein Chaos Command Magician, sowie 8x Eindringling der Finsternis. Ich glaube die meisten sind aus TLM und die 2 hier sind aus Dark Revelation, glaube ich, doch, oder Dark Beginning. Bin mir nie ganz sicher, die beiden Sets kann ich mal so schlecht auseinanderhalten. So, dann haben wir hier die magischen Zylinder, auch aus der Invasion of Chaos Special Edition. Boah, waren das geile Promos, Leute. Ring of Destruction, Magic Zylinder, Alter. Cool. Dann haben wir jetzt mal Abrechnung von Anubis, die ist auch ein paar Euro wert, aber nicht viel. Makrokosmos war auch mal vor einer Weile sehr teuer, als sie spielbar war, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Ja, dann haben wir hier den Black Tyranno, habe ich auch tonnenweise, also ich habe glaube ich 2 komplette Seiten unlimitiert voll. Eine komplette Seite First, hier haben wir nochmal 4 Stück in First und nochmal 5 Stück in Unlimitiert, also das ist auch eine Karte, die ist absolut bezahlbar. Das gleiche gilt hier für die Insektenprinzessin, haben wir 6x Unlimited, 3x First. Ich glaube die komplette Seite hier ist vielleicht 12 Euro wert oder so, mehr ist das nicht. Also ihr seht, es gibt wirklich einige alte Karten, die sind sowas von spottbillig, die kann man sich gerne mal ranholen.
auch im Parallel sammelt, wenn man zum Beispiel immer ein Set in First und eins in Unlimited haben möchte. Ich will sie auch immer so haben. Ich will immer ein paar Firsts da haben, ein paar Unlimitierte, natürlich optimalerweise immer ein paar mehr Firsts als Unlimitierte, aber es müssen immer Unlimitierte mit dabei sein. Ich würde es nicht wollen, dass alles First ist, einfach weil ich das dann, ich weiß nicht, würde sie unvollständig anfühlen dann bei der Ausstellung meiner Meinung nach. Und zumal ich ja in der Ausstellung auch eine Geschichte erzählen will. Also ich will hier das nicht ausstellen mit so einem Ding und dann liegen die da drin, dann steht da bloß der Name drunter, sondern ich will halt auch was dazu sagen. Ich möchte vielleicht irgendwie so ein Schild anbringen, wo ein bisschen was zur Geschichte der Karte steht oder auch zur Lore dahinter oder heißt das Trigger, eins von beiden und so weiter. Und da ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man vielleicht was zu dem Reprint-Set sagen möchte, dass dann auch noch die Karte aus dem Reprint-Set oder eben aus der Zweitauflage dabei ist. So, dann haben wir hier Snatch Steel. Ja, aus unterschiedlichsten Sets. Ich hoffe, ich bringe das noch zusammen. Also wir haben auf jeden Fall hier oben eine First aus Magic Ruler. Dann haben wir ein paar aus Spell Ruler. Welche das genau waren, weiß ich gerade nicht. Und dann haben wir auf jeden Fall, also die vier sind aus Dark Beginning. Die müsste aus Magic Ruler sein und die ist aus Magic Ruler und die zwei müssten aus Spell Ruler sein. Genau. Ja, die sind ja mittelmäßig teuer. Also eigentlich sind sie nicht teuer. Ich versuche das jetzt eigentlich immer so ein bisschen aus der Sicht eines Menschen zu sehen, der nicht so viel hat. Hier unten nochmal die Axt der Verzweiflung in First, wo ich vorhin angesprochen habe. Ja, dann haben wir hier die feierlichen Urteile. Mit feierlichen Urteilen bin ich damals auch absolut begraben worden, wenn man so möchte. Ich würde übrigens mal sagen, wir tun das mal ganz kurz, damit das Bild hier ein bisschen hübscher wird. So, haben wir mal hier unten die Axt rein und da das feierliche Urteil. So, ich bin damals mit denen wirklich begraben worden. Ja, also ich habe, die waren in jeder Sammlung dabei. Ich habe die so oft zugesendet bekommen. Die waren auch in der einen oder anderen Spende dabei. Ich habe die in First mittlerweile locker 11, 12, 13 Mal. Wir haben auch hier zwei Firsts, nämlich die und die da oben. Unlimitiert noch schlimmer habe ich nochmal bergeweise. Und allein wenn man sich mal guckt, was die aus dem Reprint-Set, aus diesem Battles of Legend geht, da geht es ja auch nochmal 7 Euro. Das ist brutal, ja, wie die im Preis gestiegen ist. Da habe ich übrigens eine kleine nette Anekdote, falls ihr noch die Zeit habt. Ich hatte einen Trade und zwar war das, ich weiß noch einmal aus Code of the Duelist, dieser Gaia, dieses Link-Monster und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe dagegen getauscht, ein feierliches Urteil Unlimited und eine Wiedergeburt LOB Unlimited. War nicht viel wert. Und genau einen Tag nach diesem Trade wurden die beiden von der Banlist genommen und sind im Preis hochgeschossen. Und ich habe nachträglich so dickes Minus gemacht. Oh, naja. Ich habe es überlebt. Ja, es hat mich auch gar nicht so großartig interessiert. Aber es hat natürlich unter den Leuten, die von dem Trade wussten, in der damaligen Gruppe, in der damaligen WhatsApp-Gruppe, hat es natürlich für Scherzchen gesorgt. Ne? Grüße gehen übrigens raus an Gold Cookie, mit der habe ich das damals getauscht. So. Dann haben wir hier das Albtraumrad, hier eine First, zwei Unlimitiert, das Forerunner Guardian, nicht besonders teuer, auch der Heiliger Phönix von Neftis in First, Ultra Rare aus Flaming Eternity, nicht besonders viel wert. Die Ulti geht ein bisschen was, das ist schon ein bisschen krasser, aber ansonsten, ja, ist hier nicht viel wert. Dann haben wir Dimensionsfusion, hier eine First, die anderen sind Unlimitiert, zwei Playsets. Sind tatsächlich doch ein bisschen im Preis gestiegen, auf jeden Fall aus Invasion of Chaos, auch im zweistelligen Bereich. Hier dreimal Paladin of White Dragon. Der hier, den habe ich reingemogelt, der gehört eigentlich gar nicht zur offiziellen Sammlung, der gehört zu meiner privaten Sammlung und ich zeige euch auch mal warum. Also er ist First, aber seht ihr das, der hat hier unten, das ist keine Beschädigung, es ist einfach nur der Lack ab. Und ich habe mir gedacht, nee, Alter, kannst du nicht weggeben, das kriegst du nicht übers Herz, wegen dem bisschen da unten, ja. Da habe ich gesagt, okay, für die offizielle Sammlung geht's einfach nicht. Aber ich behalte sie in der privaten Sammlung. Und ja, da ist sie jetzt. Und weil ich halt nur noch zwei Stück über hatte, habe ich mir gedacht, ich will jetzt hier nicht einfach noch irgendwas anderes zwischen reinmogeln. Nehmen wir einfach den aus der privaten Sammlung. Also das ist ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben. Ja, die anderen beiden gehören natürlich zur offiziellen Sammlung. In First habe ich tatsächlich gar nicht so viele, von dem ich glaube 6 oder 7 Stück in der offiziellen Sammlung. Und von dem natürlich wesentlich mehr. Ich glaube 2 komplette neue Seiten. Vorher noch hier unten Leviathan Daedalus. Der ist aus Dark Revelation, glaube ich. Die beiden aus Invasion of Chaos. Dann haben wir hier den Ozean Drachenherrscher Neo Daedalus. Die geht ja absolut gar nichts, ist aber relativ selten in Nirmentär zu bekommen tatsächlich, genau wie diese ganzen anderen alten Starterdeck-Karten. Jetzt kommen wir zu den Götterkarten aus LDK 2. Slyphon Obelisk gehen ein paar Euro, aber überschaubar, aber rar. Wo lag der? 13 Euro das Stück? What the fuck?
Ja, okay, Ra ist wahrscheinlich der spielbarste von den Göttern, aber Alter, aus den Legendary Decks. Ich hätte nie gedacht, dass diese Karten so krass steigen. Genauso wie die Exodia aus den Legendary Decks. Die geht da komplett auch 21 Euro. Also das ist echt brutal. Da habe ich mich richtig verkalkuliert. Hätte ich mir damals mehr einkaufen sollen. Aber nochmal zwei Ras. Also da habe ich natürlich auch viel mehr von denen. Natürlich die Slifers in Ultra ging, glaube ich, auch noch 1 Euro das Stück. Hier mal den Superleiter Tyranno, auch relativ selten herzubekommen in einem guten Zustand. Hier ist nochmal der, oh Gott, wie hieß er denn nochmal? Fred, der Tapfere, nee, nicht Fred, der Tapfere, aber auf jeden Fall ist es einer von diesen Freed-Monstern. Ach, holen wir sie doch mal her, dann können wir den Namen lesen. Also, Fred the Matchless General aus LOD. Ja, eins der Sets, wo die meisten Karten richtig hatten, auf Center waren. So. Hier haben wir jetzt den Harpchen Spieldrachen, viermal aus der Legendary Collection. Ich habe noch eine komplette 9er-Seite voll in First. Im unlimitierten Ordner verständlicherweise nichts. Ich habe von den Reprint-Sets nie was aufgemacht damals. Ach nee, das war also ohnehin Joey's World. Ich habe das gerade mit der Yugi's World verwechselt. Unten antiken Antriebsgolem. Hatten wir auch einen dabei aus der Crab-Sammlung, der in einem guten Zustand war. Ist jetzt aber nicht der. Aber auch unlimitiert, geht auch so 15 Euro. Und hier haben wir noch die magischen Armschilder. Die sind auch richtig hart gestiegen aus dem Tournament Pack 8. Habe ich ja damals relativ viele eingekauft für 1-2 Euro das Stück noch. Das ist gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so. Dann wird es hier nochmal ein bisschen moderner. Traumspiegelkarten sind ja so eine Sache. Ich finde die Idee, finde ich cool. Mit diesem auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Aber die Artwork-technische Umsetzung gefällt mir bei den meisten nicht. Die meisten sind mir jetzt überladen. Zu wässrig, zu schlicht von den Farben her. Die Farben sind nicht kräftig, die sind so, ja, ich weiß nicht, wie so ein richtig feuchter Furz gegen weißes Blatt Papier, irgendwie so komplett wässrig und durchsichtig und weiß auch nicht, irgendwie so ganz komisch. Ich finde, die Farben haben einfach keine Kraft. Es gibt ein paar Ausnahmen, Traumspiegel fein finde ich so, naja, es geht so, finde ich nicht umwerfend. Aber den finde ich einfach richtig geil vom Design her. Das ist Morpheus, der Traumspiegel Schwarzritter. Sein Gegenstück zum Beispiel mag ich gar nicht, aber der sieht halt mega, mega cool aus. Das sind auch alle 9, oder nee, alle 8, die ich damals aus, nee, eigentlich hatte ich sogar 9 allein von Creepfan bekommen. Mittlerweile habe ich natürlich tonnenweise von denen, diese ganzen neuen Sachen kriege ich auch immer gerne mal zugesendet als Abo-Post. Das hier ist übrigens auch eine Cyberharpie aus dem hier Sneak Peek 1 Event. Offensichtlich gab es da damals mehrere Sneak Peek Promos, wenn mich das nicht täuscht, weil zweimal SP1. Auf jeden Fall, die ist schon ein bisschen teurer. Die geht zweistellig, allerdings nicht besonders hoch, aber früher war die auch mal bei ein paar Cent gelegen. So, dann haben wir hier dreimal aus PSV den Ruf der Gejagten. Hier unten die Fallgrube ist aber aus einem modernen Reprint Set und zwar aus Battles of Legends. Zweimal den BLS aus Dark Revelation, geht aber auch über 30 Euro. Hier nochmal aus der Jump, Valkyrie des Magiers. Ja, halt so ein paar random Sachen, auch aus der Jump, der niederträchtige Stardust. Hier einer von den Wächtern, zweimal der Unterwettler Mega Cyber, auch zweimal. Hier der Schweigsame Level 5 aus Flaming Eternity. Ja, und jetzt zieht es sich halt so ein bisschen lang. Die ist tatsächlich ein bisschen was wert. Der finstere rotäugige Drache aus dem damaligen Starter-Deck geht entgegen den meisten Karten nicht nur ein paar Cent, sondern tatsächlich so 1-2 Euro. Mega cool. Hier der Tyrant Dragon zweimal, einmal First, einmal Unlimitiert. Vampire Lord aus der RBS Special Edition. Der finstere Greffer aus dem Turbo-Pack. Verlockende Königin Level 7 aus Cyber Dark Impact. Hier haben wir zweimal den Rare Rutcher oder wie er heißt, aus Stardust Overdrive, das glaube ich, ja. Dann Sanga aus dem Turbo-Pack, die hier aus dem OCG, auch cool, kostet einer so einen 5er ungefähr. Zweimal Verbrecher-Duo, beide eine Deutsch, eine Englisch, ich glaube eine aus Spell, eine aus Magic Ruler. Und hier hinten dann nochmal eine 9er Seite voll rotäugiger leuchtender Metalldrachen. Und ja, das war es im Endeffekt gewesen. Ich hoffe, der kleine Ordner hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie aus den Socken fällt, aber es ist, denke ich mal, doch ganz nett, sich das so anzugucken. Also es ist doch ein bisschen was auf jeden Fall. So. Mega cool eigentlich. An den Ordner werde ich mich jetzt dann auch mal bald ranwagen, wenn der andere abgearbeitet ist mit der Magnethalter-Sache. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Sammelkarten-Check. Ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.